Sie haben die honorige Aufgabe, im Rahmen des Programms die Denkanstöße zu liefern. So ist es auch übertitelt. Wie werden Sie dieses Forum für sich nutzen? Ja, ich dachte, also das Thema des heutigen Tages ist Stabilität. Und ich dachte, es wäre vielleicht interessant, über die Instabilität zu sprechen, über Umbrüche, über das Verhältnis zwischen Brüchen und Kontinuität. Wie geht man mit Brüchen um? Wann ist ein Bruch und wann ist er ein Umbruch und wann ist ein Bruch eigentlich ein Aufbruch? Also die verschiedenen Varianten dieses Wortes sagen es schon aus, nicht? Dass was für den einen ein Bruch ist, ist für den nächsten vielleicht eine Chance. Stichwort Brüche, Umbrüche. Sie haben einen sehr, sehr guten, gerade sehr aktuell, sehr, sehr guten Einblick, Überblick über die Situation in Europa, weil Sie für das ZDF einige Monate lang unterwegs waren in den europäischen Ländern. Und die Europäische Union macht ja gerade nicht den einheitlichsten Eindruck zurzeit. In Zeiten von Brexit, Flüchtlingskrise, Wiedererstarken von Nationalismus. Was sind so Ihre Eindrücke gewesen? Wo sind die Bruchlinien, wo sind die Bruchkanten, was eint uns, was verbindet uns derzeit? Ja, Brexit ist natürlich für die Briten, für die Menschen wie mich, die in Großbritannien leben, ist das ein Bruch. Also manche sehen das als Aufbruch, ich sehe das nur als Bruch. Also für mich ist das eine negative Entwicklung, höchst negative Entwicklung und auch persönlich ein Schock sozusagen. Was Europa betrifft, gibt es natürlich wie immer Probleme, Gefahren, Bedrohungen und so weiter. Aber ich glaube, man sollte Europa nicht an zu hohen Erwartungen messen. Europa wächst sehr langsam zusammen, ist eine Baustelle, wird auch eine Baustelle bleiben. Und ich finde, man sollte Panik vermeiden und immer so ganz nüchtern und pragmatisch auf die einzelnen Problemfelder schauen und mal sehen, wie man dann die also einzeln löst.